Und weiter geht's mit Grand Theft Auto Vice City im vierten Part. Wir haben unser sexy Car hier schon geparkt. Wir wollen hier Waffen shoppen und jetzt gehen wir zum Telefon. Schön, dass du es zumindest zu diesem Part hier geschafft hast, ja. Der Part 4 schon. Und wir haben schon einige Missionen zusammen. Ist ja einmal gestorben, dummerweise. Und jetzt schauen wir mal, was das wackelnde Telefon von uns will. Der Pizzalieferant. Okay. Mr. Thiel. Taped under the phone. Weitere Pizzalieferung. Oh je. Der ist aber schnell. Pizza! Ach, so ein bisschen Pizza wäre jetzt auch geil. Tatsächlich verspüre ich jetzt den leichten Drang nach Hunger. Moment, der fährt da lang. Abbiegen wäre schlau. Problem gelöst. Ich weiß nicht, wo das Problem lag. Schnell, einfach, unkompliziert. So sind meine Let's Plays. Geil, oder? So, gehen wir mal hierher. So kriegen wir nämlich die Mission schön schnell durch. Und für alle, die sich fragen, sammelt doch mal die Easter Eggs und so einen Scheiß, die es gibt. Die machen wir am Schluss oder so. Ich bin eher so ein Typ, ja, erstmal kurz die Mission durch und dann die Welt angucken. Weil ich weiß, dass es zwar in der Welt Sachen gibt, aber ja, ich brauche die jetzt nicht unbedingt, ja. Aber sein Mittagessen sieht blöde aus. Was das auch immer ist, ein Liebpferd oder so? Oder ein Elefant? Ein Pferd? Kamel? I need you to meet a courier who obtained some valuable technology for me. Der Typ ist komisch. So, seine Karre parkt zum Glück wieder da. Übelst der Rock hier. Ja, ja, Ammunition brauchen wir jetzt nicht. Waffen habe ich noch und die Mission, die jetzt kommt, die ist eh leicht bescheiden. In der Hoffnung, meine Karre verschwindet nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ja, wo ist... Serene, sie ist sehr wet this time of the year. What? Come on? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig. That is propriété of a gouvernement français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Frechheit. Genau das habe ich gemeint. Ja gut, meine Karre soll schnell rein. Und schnell weg. Sich nicht um dieses Problem kümmern. Muss man nämlich alles schnell und unkompliziert machen. Aber wenn die jedes Mal meine Reifen zerballern, kriege ich einen Anfall hier. So, fahren wir hier kurz durch. Ah, wir haben einen Punkt, das ist gut. Muss die Bullen also nicht loswerden. Obwohl es schön, ja. Moment, nee. Ja, da wäre er gewesen, der Bullenentferner. Naja. Wenn die weiterhin so schlecht an mir dran kleben wie jetzt gerade, dann habe ich damit kein Problem. Geht weg.
funktioniert das schön. Mission erfüllt. $500. Das ist schön. Gehen wir gleich nochmal rein. Wenn es denn kommt. Jetzt. Tier 2. Der Schutzengel. Die Schutzengel. Die. Ja, nicht der. I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Kein Problem. Kriegen wir alles gebacken. That angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Gut, gehen wir da wieder in unsere schnieke Kacke. Ich muss jetzt nochmal sein Auto haben. Naja, egal. So. Boah, der Radiosprecher hat aber übelst die Pedo-Stimme. Ist ja richtig geil. It's Saturday Night Live. Ziemlich. Jetzt echt mal interessieren, ob es tatsächlich Samstag ist in einem Spiel. Wobei, fuck, es ist gerade Samstag, als ich die Aufnahme mache. Creepy. So, knarren. Oh, Knarrilein. Das ist ein Regentropfen auf dem Bild. I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Okay, let's go. Wir nehmen deine Karre. So. Nachts ist alles dunkler. Und wenn man das nachts macht, ist es eindeutig viel schwieriger als am Tag, ja? Deswegen bin ich voll der Profi in einem Spiel. Weil jetzt müssen wir einen Deal einfach nur überwachen, ein paar abknallen. Echt relativ easy. Wenn man es nicht verkackt. Ups. Ja gut, dass der jetzt da lief, konnte ich ja nichts dafür. Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Okay, wir gehen da hoch. Ich habe immer noch die Kettensäge, das ist gut. Oh, wir können sogar zoomen. Das ist praktisch. Nachdem ich wieder rausgetappt bin, dummerweise. Kriegt das hin? Naja, so fast. Ah, da kommt noch mehr. Schieß ihn doch ab, Mann. Meine Güte. Mal von da hinten. Die brauchen immer so ewig, bis sie umfallen. Sie da noch mal? My money. My money. Don't just stand there, you pricks. Chase the Haitian dickhead down.
Shit. Er hatte gedacht, ich kriege ihn, ne? Ja gut, so kriegen wir den natürlich nicht. In der Hoffnung, der geht jetzt nicht da weg. Seh nix, jetzt sehe ich wieder was. In der Hoffnung, es wird jetzt auch keinem so gleich besoffen über die Straße. Wow. Na gut, einstellen kann man verkraften. Da gibt es übrigens Baseballschläger. Wir fahren hier wieder durch. Ich glaube, es ist sicherer. Vor allem da hinten habe ich noch ein Polizeientfernungsding. Da haben wir ihn. So, jetzt haben wir nämlich wieder unsere Ruhe. Boah, hier ist nämlich der dumme Ecke. Moment, wir sind Schnorrer. Die Waffe ist besser. Deswegen. So, komm her. In den Kringel. Jetzt. Take heads. And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Yeah, you think that's... Where's that guy, Lance? Correct, but Lance ist weg. Der war ja nicht gerade nett. So, muss ich jetzt wieder ins Telefon? Ja. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. Ja, my man, kein Problem, my man. Oh, jetzt regnet's. I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Aha. Jetzt haben wir nämlich D für Diaz. Wieder über die Brücke rüber. So. Weil hier über die Brücke kommen wir zu seinem Zuhause. Müssen wir nämlich hier rein. Der wohnt nämlich hier in der hübschen Scheißdeckenvilla. Und nein, ich werde jetzt nichts spoilern. Das wäre nämlich gemein. Schon wieder, ey. Nein, ich bin jetzt gerade an die scheiß Villa gefahren, verdammt. Guck mal, auf dem Dach gibt's Drogen. Chop your head off. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. Was für eine Riesenglotze. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. Läuft bei ihm. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up. Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. Yo. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. That is gonna be really easy. Gibt's übrigens auch Drogen im Busch? Geht mal hier weg. Hör auf, ich hab zu knallen, du Wichser, du. Nur weil du mir im Weg stehst? Guck mal, die Bullen laufen schon wieder über die Straße, die haben irgendwie Probleme. Musst du besoffen bestellen? Also, er hat mich gesagt.
Woo! Oh. Nein, ich habe nicht gesungen. Lass was lieber, jetzt singen ja auch die Radiomoderatoren. Gott. Schau durch das Fenster. Nächster. Alter, sieht hat der eine Sauerei. Oh shit! Oh shit, Mama. Loser! Woher hat er jetzt die Knarre? Hat er etwa auch so einen geilen Inventar wie ich? Nee, warte, ich darf den glaube ich gar nicht killen. War ich nicht. Das Ding war nämlich, das hatte ich am Anfang auch mal verkackt, von wegen, ja, ich habe eine Knarre, ich knall ihn ab. Ja, hast du verloren. Dass aber das Problem hier dabei war, ihn einfach zu verfolgen, das wusste ich damals nicht so. Problem, er schießt. Und ich darf ihn jetzt nicht abschießen. Aber das ist blöd. Darum fahren wir jetzt Schlangenlinien. Hey, guck mal, Polizei. Da fährt jemand bis auf den Roller. Und jemand knallt von seinem Auto runter. Wollt ihr das nicht mal ja, kontrollieren? Ich gucke eigentlich nur zum Teil auf die Minikarte, dass ich noch sehe, wo er langfährt. Weil zum Glück fahren hier nicht so ganz so viele Autos rum. Na, wo willst du denn hin? Kriege ich jetzt die zweite Stadt frei? Nee, noch nicht. Achso, das ist. Das stimmt, der will ja hier nur zum Junkie-Haus. Aha, das war's nämlich schon. Weil das nach auszurotten ist, die nächste Mission. Aber davor gehen wir speichern. Weil die 4700 Dollar, die ich jetzt auf dem Konto habe, die möchte ich jetzt ungern verlieren. Ich würde ja denken, wieso. Weil nachher wird es dann nämlich noch interessanter werden. Ja. Fahren wir hier schön lang mit unserem Roller. Ja. Lass es klingeln! Du. 30 Meter. Das war ein Monster-Stunt. Also merke um die Abzweige hier fahren sie immer mit 180. So, kürzen wir hier kurz ein bisschen übers Grün ab und legen uns direkt aufs Fressbrett. Ich glaube, wenn ich so weitermache, komme ich nämlich nicht mehr heil an. Zumindest ist, das Gras ein bisschen mehr bebuschter hier, ja. Also im Originalspiel ist hier nicht so viel Gras. Auf der linken Seite, mit dem Mod haben wir ein bisschen mehr. Sieht gar nicht mal scheiße aus. Man kann nur ab und zu ein bisschen schlecht die Sachen durcherkennen, die da sind, so Drogen, Brandungsstellen loswerden und so weiter und so fort. So. Und dann gehen wir speichern und ihr wisst ja, weiterklicken und so weiter und so fort. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo hinterlassen, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal.